Wir alle kennen die klassische Erklärung der Nahrungskette. Pflanzen erhalten ihre Energie durch Photosynthese von der Sonne und beziehen ihre Nährstoffe aus dem Boden. Pflanzenfressende Tiere konsumieren diese Pflanzen, um Energie zu gewinnen. Fleischfressende Tiere ernähren sich wiederum von diesen Pflanzenfressern, wodurch die Energie entlang der Nahrungskette zu den Spitzenprädatoren an der Spitze wandert. Entlang dieser Kette wird der Kot der Tiere wieder zu Pflanzennahrung und der Kreislauf beginnt von neuem. Doch in einem kleinen Gebiet in North und South Carolina, den Vereinigten Staaten von Amerika, gibt es eine endemische Pflanzenart, die beschlossen hat, ein oder zwei Stufen der Nahrungskette zu überspringen. Diese Pflanze kann nämlich Spinnen, Wespen und sogar Eidechsen fangen und verdauen. Sie gehört zu einer kleinen Gruppe fleischfressender Pflanzen. Obwohl sie keinen Magen besitzt, fängt, tötet und verdaut sie routinemäßig lebende Beute. Diese bemerkenswerte Pflanze ist die Venusfliegenfalle. In dieser spannenden Dokumentation werden wir uns eingehend damit beschäftigen, wie genau ein so ungewöhnlicher und faszinierender Organismus funktioniert. Fleischfressende Pflanzen wie die Venusfliegenfalle widersprechen dem konventionellen Bild von passivem grünem Laub, das lediglich Sonnenlicht absorbiert. Während sie wie andere Pflanzen Photosynthese betreiben, haben sie eine Methode entwickelt, um nährstoffarme Böden zu kompensieren. Sie fangen und verdauen nämlich ihre eigene Beute. Dadurch gehören sie zu den wenigen botanischen Prädatoren der Erde. Sie sind aber nicht allein in ihrer evolutionären Nische, da auch andere Pflanzengattungen ähnliche Strategien entwickelt haben. Die Kannenpflanzen und die Sonnentaupflanzen sind zwei weitere Gruppen fleischfressender Pflanzen, die Köder und Fallen verwenden, um Beute zu fangen und zu verdauen. Venusfliegenfallen sind Spezialisten für Moorgebiete. Aufgrund der sauren, nährstoffarmen Böden ihrer natürlichen Lebensräume, die oft wasserreich oder sumpfig sind, haben sie ihren einzigartigen und beängstigenden Fütterungsstil entwickelt. Diese Anpassung ermöglicht es ihnen, lebenswichtige Nährstoffe, insbesondere Stickstoff und Phosphor, direkt aus den gefangenen und verdauten Tieren zu gewinnen, was ihnen in ihrer speziellen ökologischen Nische einen Vorteil verschafft. Die ikonischen Fangmechanismen der Venusfliegenfalle bestehen aus zwei gelenkigen Lappen am Ende jedes Blattes, die jeweils mit empfindlichen Auslöserhaaren gesäumt sind. Wenn ein ahnungsloses Insekt oder eine Spinne diese Haare berührt, wird der einzigartige Reflex der Pflanze aktiviert. Eine süße, nektarartige Substanz, die auf der inneren Oberfläche der Lappen abgesondert wird, dient als Köder, um die Beute anzulocken. Sobald die Haare durch eine potenzielle Mahlzeit stimuliert werden, schnappt die Falle in einem Bruchteil einer Sekunde zu, was eine der schnellsten Bewegungen im Pflanzenreich darstellt. Experimente an Venusfliegenfallen haben gezeigt, dass die Falle innerhalb von 0,1 bis 0,3 Sekunden nach entsprechender Stimulation in einen halbgeschlossenen Übergangszustand übergeht, oft mit der nichtsahnenden Beute im Inneren. Diese Schnappfallen sind jedoch nicht übermäßig empfindlich. Die Trigger-Elemente können den Unterschied zwischen unbelebten Reizen wie Regen oder Wind und lebenden Nahrungsquellen erkennen. Der Prozess der Nahrungsaufnahme endet nicht mit dem Fangen des Tieres. Obwohl die Venusfliegenfalle keinen Magen besitzt, hat sie ein einzigartiges Verdauungssystem entwickelt. Sobald ein Tier gefangen und eingeschlossen ist, beginnt die Pflanze mit der Sekretion von Verdauungsenzymen. Diese Enzyme zersetzen die weichen Gewebe der Beute in eine nährstoffreiche, leicht absorbierbare Flüssigkeit. Die Verdauung eines Insekts kann mehrere Tage dauern, während größere Beutetiere wie Frösche oder Eidechsen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können. Nach Abschluss der Verdauung öffnet sich die Falle wieder und gibt die unverdaulichen Teile des Tieres frei, die schließlich vom Regen weggespült oder vom Wind weggeblasen werden. Darüber hinaus nutzen Venusfliegenfallen ihre Fallen auch defensiv. Sie verfügen über eingebaute Wärmesensoren, die der Pflanze signalisieren, wann sich ein Feuer in der Nähe befindet, sodass sie ihre empfindlichen Fallen schließen kann, um sie während Waldbränden zu schützen. Die Venusfliegenfalle ist eine relativ kleine Pflanze, die selten größer als 10 cm wird. Sie besteht aus einem Büschel von 4 bis 7 Blättern, von denen die meisten mit den charakteristischen Fangfallen ausgestattet sind. Während diese fleischfressenden Strukturen oft im Vordergrund stehen, produziert die Venusfliegenfalle im Frühjahr auch zarte, weiße Blüten, die auf langen Stielen emporragen. Diese Blüten spielen eine wesentliche Rolle in der Fortpflanzungsstrategie der Pflanze. Die Fremdbestäubung zwischen verschiedenen Individuen der Venusfliegenfalle fördert die genetische Vielfalt innerhalb der Population. Nach erfolgreicher Bestäubung entwickeln sich aus den Blüten brombeerartige Samenkapseln, die zahlreiche winzige Samen enthalten.
Bei der Reifung und Öffnung der Samenkapseln werden die Samen durch Wind oder Wasser verbreitet. Diejenigen, die in geeigneten Lebensräumen landen, keimen und wachsen zu neuen Venusfliegenfallen heran. So vermehrt sie sich. Obwohl diese Pflanze auf bestimmte Umweltbedingungen angewiesen ist, zeigt sie eine bemerkenswerte Toleranz gegenüber natürlichen Bränden, die dazu beitragen, konkurrenzstarke Pflanzenarten zu eliminieren und so ihren sumpfigen Lebensraum zu erhalten. Während der Wintermonate durchlaufen Venusfliegenfallen eine Ruhephase, ähnlich wie viele andere einheimische Pflanzen. In dieser Zeit sterben die oberirdischen Teile der Pflanze ab und es bleibt ein Cluster von unterirdischen Rhizomen zurück. Diese Ruheperiode ist entscheidend für die Energieeinsparung und das Überleben unter rauen Wetterbedingungen. Trotz ihrer bemerkenswerten Überlebensfähigkeiten stehen Venusfliegenfallen in ihren natürlichen Lebensräumen vor verschiedenen Herausforderungen und Bedrohungen. Dazu gehören der Verlust von Lebensräumen durch menschliche Aktivitäten, Umweltverschmutzung und der illegale Handel mit Wildpflanzen. Das Verständnis dieser Herausforderungen ist entscheidend für die Entwicklung effektiver Schutzmaßnahmen, um das Überleben dieser faszinierenden Pflanzenart zu sichern. Venusfliegenfallen sind laut der Internationalen Union für Naturschutz als gefährdet eingestuft. Diese Pflanzen sind durch Habitatverlust stark gefährdet, hauptsächlich bedingt durch Landentwicklungsprojekte und die Entwässerung von Feuchtgebieten. Zusätzlich stellt die illegale Sammlung und der Handel eine signifikante Bedrohung dar. Naturschutzbemühungen konzentrieren sich auf den Erhalt von Lebensräumen, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die Durchsetzung gesetzlicher Vorschriften. Naturschützer und Pflanzenliebhaber spielen eine wichtige Rolle in diesen Schutzmaßnahmen. Darüber hinaus kann die Venusfliegenfalle von erfahrenen Sammlern erfolgreich in häuslichen Umgebungen kultiviert werden, was den Druck auf wilde Bestände verringern kann. Die Kultivierung von Venusfliegenfallen zu Hause bietet eine lohnende und lehrreiche Erfahrung, unabhängig davon, ob man ein erfahrener Pflanzenliebhaber oder ein Neuling ist. Dennoch sind Venusfliegenfallen für ihre anspruchsvolle Pflege bekannt. Um ihre Gesundheit und Langlebigkeit zu gewährleisten, müssen Züchter eine Umgebung schaffen, die ihrem natürlichen Lebensraum möglichst nahe kommt. Dies beginnt mit der Auswahl eines geeigneten Substrats. Sie gedeihen am besten in sauren, nährstoffarmen Böden. In Bezug auf die Bewässerung benötigen Venusfliegenfallen durchgehend feuchten, aber nicht durchnässten Boden. Es ist entscheidend, den Boden immer feucht zu halten, wobei destilliertes Wasser oder Regenwasser bevorzugt wird, da Leitungswasser schädliche Mineralien enthalten kann. Zusätzlich benötigen Venusfliegenfallen eine erhebliche Menge an Sonnenlicht für optimales Wachstum, mindestens 6 Stunden direktes Sonnenlicht pro Tag. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Pflege ist die Ermöglichung einer natürlichen Winterruhephase. Während dieser Zeit erscheint die Pflanze weniger aktiv und benötigt weniger Wasser sowie kühlere Temperaturen. Diese Ruhephase ist entscheidend für die langfristige Gesundheit der Pflanze. Die Komplexität der Kultivierung von Venusfliegenfallen spiegelt die empfindliche Natur der Pflanze wider und verdeutlicht, warum der Schutz ihrer spezifischen Lebensräume so wichtig ist. Das Kreuzen verschiedener Kultivare der Venusfliegenfalle kann zu Hybriden führen, die eine Kombination der Eigenschaften ihrer Elternpflanzen aufweisen. Die Hybridisierung ist eine gängige Praxis unter Pflanzenenthusiasten und hat zur Entwicklung von Sorten mit ungewöhnlichen Farben, Formen der Fallen und Wachstumsgewohnheiten geführt. Die Hybridisierung und Kultivierung solcher Sorten ermöglicht nicht nur eine größere Vielfalt in der Pflanzenwelt, sondern fördert auch das Verständnis und die Wertschätzung für die Anpassungsfähigkeit und die ästhetischen Möglichkeiten dieser einzigartigen fleischfressenden Pflanzen. Die gezielte Auswahl und Kreuzung tragen somit erheblich zur botanischen Forschung und zum Erhalt der Artenvielfalt bei. Die überraschende Evolution des Fleischfressens bei Venusfliegenfallen hat es ihnen ermöglicht, in nährstoffarmen Umgebungen erfolgreich zu gedeihen. Ihre Fähigkeit, schnelle und zerstörerische Naturbrände zu überstehen, hat ihnen darüber hinaus geholfen, in den unbarmherzigen Bedingungen sumpfiger Feuchtgebiete zu überleben. Dennoch stehen sie, wie viele andere Arten, vor externen Herausforderungen, einschließlich Habitatverlust und illegaler Sammlung. Solltest du an weiteren spannenden Videos zum Thema Botanik interessiert sein, dann kannst du hier die komplette Playlist aufrufen. Videoideen sind in den Kommentaren ebenfalls willkommen. Du kannst doch gerne diesen Kanal abonnieren, falls du in Zukunft nichts verpassen möchtest.